Gespannter Blick in den Nachthimmel. Bunte Farben und Formen schießen in die Höhe. Das Silvesterfeuerwerk weckt zum Jahresende Gefühle der Euphorie und Nostalgie und nimmt die Menschen auf wunderbare Weise gefangen. Ja, gegen Ende wird es immer etwas stressig und hektisch. Aber das ist bei jedem Feuerwerk so. Felix Antoniuk ist gelernter Pyrotechniker. Seit Jahren gibt er seinen Nachbarn in Heidenheim zu Silvester eine Kostprobe seines Könnens. Eine Woche hat die Planung für das farbenfrohe Lichterspiel gedauert. 4 Tage benötigen er und sein Team, um das 5-minütige Feuerwerk zu installieren. Seine Arbeit ist aber seit längerem auch Gegenstand heftiger Kritik. In der kontroversen Diskussion über die Zukunft des Feuerwerks häufen sich Forderungen nach einem Verbot. Früher war es zuerst der Lärm, dann war es der Tierschutz, jetzt ist CO2 und Feinstaub. Ich halte die Debatte ehrlich gesagt für vollkommen überzogen. Und eigentlich auch nur noch nervig. Definitiv, man muss was tun, ja, um eben gewisse Entgleisungen in den Griff zu bekommen. Aber ein generelles Verbot wird auch nicht zielführend sein. Häufig werden die klimatischen Auswirkungen des Silvesterfeuerwerks kritisiert. In einer durchschnittlichen Silvesternacht werden in Deutschland laut Umweltbundesamt 1500 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Das macht weniger als 1% der Gesamtemissionen aus. Bei den CO2-Emissionen ist der Anteil noch geringer. Trotzdem, die stündliche Feinstaubkonzentration überschreitet die europäischen Grenzwerte um ein Vielfaches. Problem ist natürlich auch, dass da verschiedene Substanzen mit dabei sind, die zum Teil toxisch wirken. Und wenn die dann nicht schnell weggeräumt werden, also ich spreche jetzt von dem Abfall, der dann entsteht in der Silvesternacht, von dem Niederschlag geben würde, dann könnte es auch möglich sein, dass da ein Teil davon in die Gewässer kommt, dass ein Teil davon im Boden einsickert und ist natürlich dann auch sehr nachteilig. KritikerInnen halten an ihren Verbotsforderungen fest. Ich meine, da müssen wir uns die Frage stellen, wo können wir es denn vermeiden? Ja? Also es ist oft schwierig, wenn wir den Arbeitsweg gerade auf dem Land nicht ohne Auto schaffen. Ja, da produzieren wir Feinstaub, den wir produzieren müssen. Aber gerade an Silvester können wir ihn vermeiden. Das ganze Thema Blaulicht, ja, also Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen sind natürlich stark belastet in der Nacht, könnte auch reduziert werden. Die Bundesärztekammer fordert ein Feuerwerksverbot an Silvester. Die Rede ist von ungeregelter Knallerei, die immer wieder für schwere Verletzungen sorge. Die häufigsten Verletzungen an Ohren, Augen und den Händen führen vor allem in Großstadtkrankenhäusern zu einer Mehrbelastung. Schwere oder gar tödliche Verletzungen kommen bundesweit selten vor. Konkrete, repräsentative Zahlen werden allerdings nicht erhoben. Es kommt immer wieder vereinzelt vor, aber die Mehrzahl sind ganz normale Einsätze aus dem täglichen Leben und natürlich, wie es oftmals bei Feuer oder so ist, dass halt auch alkoholbedingte Einsätze dazukommen. Die große Gefahr bei der verletzungsbedingten Sache ist ja, dass das meistens mit illegalen Feuerwerkskörpern geschieht, die wo entweder selbst bastelt worden sind oder irgendwo illegal beschafft worden sind, die wo keinerlei Sicherheitsbestimmungen entsprechen. In meinen Augen ist zum Beispiel bei vielen Personen einfach das Gefahrenbewusstsein nicht mehr vorhanden. Oder haben es von den Eltern nicht mitgekriegt, so wie ich. Ja, es ist trotzdem Sprengstoff, auch wenn es eine geringe Menge ist. Es ist dementsprechend sicher verpackt, es ist dementsprechend sicher gestaltet, dass eigentlich nicht schwerwiegende oder gar tödliche Verletzungen passieren können. Aber es ist trotzdem noch eine gewisse Gefährdung da. Durch illegales oder manipuliertes Feuerwerk kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen oder sogar Todesfällen. Wie gefährlich ist hingegen zugelassenes Feuerwerk? Antoniuk testet das für uns in einem Experiment mit einem handelsüblichen, in Deutschland frei verkäuflichen Böller. Dafür verwendet er eine Schweinepfote aus Schlachtabfällen. Sie ähnelt in ihrer Beschaffenheit der menschlichen Hand. Die Hand ist schwarz, würde wahrscheinlich auch ziemlich wehtun, das ist aber jetzt primär mal nur Ruß. Irgendwie großartige Verbrennungen kann ich jetzt nicht sehen. Die Haut ist komplett intakt. Also wir haben jetzt hier nirgends irgendwelche Platzwunden, sonstiges. Die in Deutschland zugelassenen Feuerwerkskörper werden von der Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung unter anderem auf Sprengstoffmenge und Zusammensetzung sowie Zünddauer geprüft. Sie bergen bei einer sachgemäßen Verwendung nur ein geringes Gefahrenpotenzial. Wir schaffen es ja nicht mal, Pyrotechnik aus dem Stadion rauszuhalten und jetzt wollen wir das ganze Land Pyrotechnik freimachen. Also das kann nicht funktionieren, weil ein Verbot wird definitiv dazu führen, dass sich diejenigen, die sich ja jetzt schon über das bereits sehr, sehr strenge Sprengstoffrecht in Deutschland hinwegsetzen, noch viel massiver im Ausland eindecken werden. Und dann eben auch Leute, die bisher legal kaufen, die aber sagen, ich lasse es mir nicht verbieten, das dann auch tun werden.
Die aktuell emotional geführte Debatte muss auf eine sachliche, konstruktive Ebene gebracht werden. Dazu fehlt es bisher noch an ausreichender Differenzierung und einer umfassenderen Datenlage.